Im heutigen Tutorium geht es um ein Syntheseproblem und zwar, wie man aus diesem hochfunktionalisierten Molekül jenes machen kann. Bitte wie immer zuerst versuchen, diese Aufgabe selbstständig zu lösen und dann erst sich die Erklärung anhören. Gut, wie würde man nun an diese Syntheseaufgabe herangehen? Man vergleicht einfach die Strukturen und stellt fest, dass sich hier bei diesem Tetrahydropyrrolring überhaupt nichts getan hat, das ist gleich geblieben. Auch an der Stereochemie hat sich nichts verändert. Hier stehen die beiden Wasserstoffe aus der Tafelebene heraus und hier sind sie nicht eingezeichnet, aber würden natürlich auch aus der Tafelebene herausstehen, weil die Kohlenstoffe hinter der Tafelebene sind. Also hat sich nur in diesem Bereich etwas getan. Hier ist von hier nach da ein Olefin entstanden. Es hat also eine Eliminierungsreaktion stattgefunden, aber ganz wichtig ist, es ist nicht eine Eliminierung, einfach wie wir sie kennen, durch Einwirkung einer Base, sondern sowohl die Kohlenstoff-Jod-Bindung als auch die Kohlenstoff-Sauerstoff-Bindung, beide sind gebrochen worden und damit haben wir es ganz offenkundig mit einem reduktiven Prozess einer Reduktion zu tun. Und um eine Reduktion hinzubekommen, was braucht man da? Na klar, ein Reduktionsmittel. Was könnte das sein? Hier zu reduzieren, Kohlenstoff-Jod-Bindung, da wissen wir, könnten wir einfach ein Metall einsetzen, nämlich als allererstes kommt man auf die Idee, Magnesium zu nehmen, ein Grignard-Reagenz zu machen. Gibt dabei nur ein Problem. Grignard-Reagenzien sind hochreaktiv, können auch mit Estern reagieren und wir haben hier mehrere Esterfunktionen drin. Natürlich nicht intramolekular, sondern intermolekular. Und wenn man solche konkurrierenden Reaktionen vermeiden möchte, sollte man zu einem Metall greifen, was auch die Kohlenstoff-Jod-Bindung reduzieren kann, aber recht tolerant dann ist gegenüber funktionellen Gruppen. Und dafür geeignet ist das Zink. Also einfach mit Zinkpulver umsetzen, vielleicht praktisch im Ultraschallbad. Und ich zeichne nun hier nur die Teilstruktur ein. Mit Zink wird man dann dieses Metallorganyl bekommen, was dann hier sehr schön eine Eliminierungsreaktion eingehen würde. Zu dem Zinkcarboxylat. Und hier dem Olefin, die Methylgruppe bleibt als solche erhalten. Ja, und jetzt braucht man nur noch schonende Hydrolyse unter sauren Bedingungen und schafft so hier dann
die Protonierung zur Carbonsäure. Vielen Dank fürs Zuhören.